Hallo und willkommen bei FIFA 17 Prognose. Heute Borussia Mönchengladbach gegen Mainz 05. Jonas wieder mal mit den Mainzern und ich mit Gladbach. Ja gut, Gladbach letztens mit einer Niederlage gegen Dortmund. Ich fand's gut. Gladbach wohl eher nicht so, weil die damit mitten im Abstiegskampf reingeraten sind. Deswegen dachte ich mir, muss ich jetzt unbedingt die Aufstellung ändern, weil so darf das nicht weitergehen. Ich dachte mir, als ich die Aufstellung gesehen habe, wer lässt ein Linksverteidiger im Mittelfeld spielen? Warum spielen die mit Dreierkette gegen Dortmund? Das habe ich so kein Stück verstanden, aber ich war dann fertig mit meiner Aufstellung. Ja, die Offensive gefällt mir. Der Hut gefällt mir, aber die Verteidigung so gar nicht. Die richtigen Tabellenplätze sind: Mainz ist aktuell auf dem 10. Platz und Gladbach auf dem 13. Für mich nimmt das eben nach dem Hamburg-Sieg aus und Glückwunsch an Hamburg, ihr habt einen Sieg geholt. So, aber jetzt erstmal das Training. Raphael darf sich erstmal warm schießen und hoffentlich den Sieg dann auch machen. Mit der Nummer 11. In Dortmund Reus, in Gladbach Raphael. Der Brasilianer. Für die Zuschauer spielt gerade Augsburg Eintracht Frankfurt in Real Life. Ja, steht 1-1, was ich gut finde. Also, das Spiel beginnt. Jonas hat Anstoß, Mali spielt zurück auf frei. Der hat locker die ganze Zeit frei. So, frei probiert durch zu marschieren, aber da meine Dreierkette stehende. Mit den ganz, ganz schlechten Pass auf Raphael. Raphael kam dadurch nicht am Ball. Öztunali auf Brosicki. Brosicki mit den Pass. Frei mit den schlechten Schuss, aber Sommer kriegt den nicht gehalten. Da dachte ich mir erstmal, was da los ist. Das ist ein Bronze-Torhüter. So. Aber wir kriegen den jetzt erstmal geklärt. Hofmann, der Ex-Brusse. Jetzt. Thorn Hazard läuft. Er läuft. Kommt er zum Schuss. Er lupft, aber Lössl hält. Grüße gehen raus an einen aus meiner alten Klasse. Der hieß so mit Nachnamen. So. Oder er hieß so ähnlich mit Nachnamen. Der Spieler erinnert mich immer an den. Erstmal faul gepfiffen, Freistoß, Mainz 05, 8. Minute. Christoph Kramm hat gefoult. Bagabana. Tahut schön in Zweikampf gegangen. Sieht aus, er liegt noch, hat er sich verletzt. Er hält sich das rechte Knie. Hazard, Raphael erstmal. Die Borussia stört das gar nicht. Tahut, er schießt, Lössl hält. Und Lössl kann klären. Aber schlechter Abstoß, Thorn Hazard kriegt den Ball aber nicht. Christens, der ausgeliehene Spieler. Oh, eben EA-Lag, aber der Hut. Stindl. Jetzt erstmal wieder klären. Ja, Iro. Ich bin immer noch besser den Namen aussprechen. Ja, Iro, aber Westergaard klärt erstmal der Hut. Auf Stindl, Stindl auf Hazard, wieder auf Stindl. Aber dann die Grätsche, Mali. Karaboa in Strafraum, der Schiri pfeift nicht. Gott sei Dank. Hätte er pfeifen können wegen Trikot gezogen. Da macht er mal einen schlimmen Fehler, der schlechte Pass, aber freischießt nicht, sondern passt zu Mali. Mali auf Corrada. Corrada mit dem Schuss, aber Sommer hält. Der Schiri pfeift 11 Meter. Ich habe das eben nicht mal mitbekommen. Ich würde gerne die 10 nochmal sehen. Da ist er und... Ja, das muss er nicht pfeifen. Pfeift er, aber gab es eine Karte. Sieht nicht so aus, der Elfmeter. Und der ist drinne, eiskalt. Mali 1-0. Wenn ich richtig gesehen habe, gab es keine Karte. Also Elfmeter und mehr nicht. 1-0 Mainz in der 20. Minute. So. Elfmeter, 21. Minute, sorry. Raphael. Jetzt muss Gladbach was liefern. Raphael auf Hazard. Hazard. Okay, Bell klärt. Bell ist auch so ein Monster. So ein richtig günstiges Monster in FIFA. Aber dazu geht's nicht. Dahut. Auf Stindl. Stindl mit den schlechten Pass. Deswegen kommt nur Hazard dran. Hazard auf Kramer. Christoph Kramer. Er hat das Eigentor aus der größten Distanz geschossen. Christoph Kramer, Lössl hält.
So, der Abstoß auf frei, ganz riskant. Raphael kam nicht ran. Latazza auf Gabina. Hey, Hahn auf Stindl. Der wieder auf Hahn. Hahn vorn, Tor mit der Flanke in Mitte. Raphael kommt nicht dran. Hahn nochmal auf Hazard. Hazard trifft auch nicht. Raphael in die Arme von Lössl. Schöne Druckphase vom Borussia Mönchengladbach. Aber der Ball will nicht rein. Kramer auf Raphael. Raphael schafft es aber nicht, aber hey, Hahn kommt doch noch am Ball. Raphael mit dem Schuss und Lössl hält wieder Eckball. 30. Minute. Gladbach macht jetzt Druck. Gladbach will den Ausgleich. Die Ecke kommt, Lössl hält. Kramer mit dem Schuss und rüber. Abstoß für Lössl. Lössl hat schon 8 Paraden in 30 Minuten. So, Stindl. Auf Hazard. Elvedi. Raphael Lössl hält. Ich mach viel Druck. Jonas steht nur noch hinten in der Verteidigung mit seinen Mainzern. Da ein Foul, der Schiri pfeift, gibt aber keine Karte. Hätte er gelb geben können, muss er aber nicht. Elvedi. Okay, frei Mali. Nächster harter Zweikampf, aber war alles fair. Kramer auf der Hut mit dem Pass. Sorry, dass es spät kam. Hazard. Hazard jetzt von Tor. Hazard von Tor, der schlechte Pass. Raphael hat da aufgehört zu sprinten. Warum sprintet er nicht weiter? Öztunali, Raphael. Raphael mit dem Pass, aber Burgerta steht da. Wie eine Eins. Jetzt ja Rio. Man merkt den Mainzern nicht an, dass sie führen. Sie machen nichts fürs Spiel. Sie haben den einen Elfmeter gekriegt und seitdem kommt gar nichts mehr. Aber jetzt der Zweikampf-Foul muss gelb geben. Und der Schiri fischt sich einen raus. Es will, dass er kommt. Wir haben jetzt nicht gesehen, welche Karte es gab. Es gab Rot. Gladbach nur noch zu 10 auf dem Feld. Ich habe da nicht mal so einen richtigen... Also es war natürlich harter Zweikampf, aber gelb wäre es gewesen. Er war nicht letzter Mann, deswegen gelb wäre es gewesen. Können die Gladbacher zeigen, nee, ey, komm, wir sind jetzt einer weniger, trotzdem können wir noch Fußball spielen. Nein, das können sie nicht, da steht Latza in Weg. Nur noch zu 10 auf den Felden der 43. Minute. Das wird jetzt eine Bombenaufgabe, Christens kommt nicht richtig am Ball. Abstoß oder Ecke? Abstoß für Lössl. Lössl mit den weiten Ball, aber da kam niemand ran. Und deswegen kann Gladbach den klären. Hein. Oder Hahn. Wir sagen bei Hahn einfach. Aber ja, Rio ist jetzt am Ball. Läuft durch, aber der Hut mit der schönen Grätsche. Der Hut mit der zweiten Grätsche. Das zweite Mal wurde abgepfiffen. Foul. Ja, Iro wird ausführen. Ja, Iro mit der Flanke. Aber Gladbach kann erstmal klären. Kriegen sie noch einen Angriff mit Raphael. Raphael, kurz vor der Halbzeit. Raphael ist kurz vor der Halbzeit vor dem Tor. Mit dem Pass aber Lössl hält. Es dürfte es doch jetzt eigentlich gleich gewesen sein, oder? Kriegen die Mainzer noch einen Angriff? Mainz, 3 gegen 1, 3 gegen 2. Er läuft aber eine ganz, ganz schlechte Nummer. Was da im Kopf der Mainzer war, wissen wir nicht. Aber erstmal Halbzeitpause. Ja, Gladbach mehr für ihr Spiel gemacht. Liegt aber hinten. Und in Unterzahl. Ein Verteidiger fehlt jetzt. Bei einer Dreikette noch zu zweit stehen. Das ist bitter für die Gladbacher. Frei kommt erstmal am Ball. Auf Öztunali. Öztunali läuft außen ganz alleine. Und ohne Probleme. Aber der Hut, weil die Pass in die Mitte nicht gut kam, konnte der Hut kennen. Jetzt Hofmann. Hofmann, okay. Schlechter Pass. Ja, Iro. Mali. Harter Zweikampf, aber Vorteil. Ja, Iro. Kurstens, kein Elfmeter, auch wenn es harter Zweikampf war. Wieder mal Hazard. Die Gladbacher gehen in jeden Zweikampf hart rein. Hofmann. Raphael. Hofmann. Mit dem Pass auf Raphael. Der auf Stindl. Der hätte nochmal auf Raphael passen können, macht er aber nicht, er schießt direkt. Und damit geht er bei uns aus, Eckball. Die Ecke wird reingebracht, der Kopfball rüber. Abstoß, Jonas Mali hat sich verletzt.
Aber er wird nicht ausgewechselt, wie wir mitbekommen haben. So, jetzt. Christens. Mit dem Pass. Aber Frei konnte erstmal klären. Mal jetzt gibt es Gelb für Christens. Gelbe Karte Andreas Christens. 55. Minute. So. Öztunali. Kramer hat Zweikampf, aber Raphael Stindl. Jetzt kommt Latza am Ball. Öztunali, Kramer wieder dazwischen. Browinski in der Nähe des Strafraums. Schon auf 5er Höhe. Aber die Flanke schlecht. Hahn klärt das mal. Stindl. Stindl mit dem schlechten Pass, aber Hazard kommt trotzdem ran. Stindl wieder. Auf Raphael. Jetzt Bell am Ball, die Mainzer. Aber Stindl holt sich den Ball zurück. Gladbach wieder in Vorwärtsgang. Stindl, Raphael. Stindl, Stindl wieder auf Raphael. Wieder auf Stindl, da war der Pass zu schlecht. Burgert, ja. Hofmann kommt aber am Ball. Kramer verliert ihn aber direkt wieder. Frei. Malli. Christens geht da rein und kriegt den Ball. Dahoud auf Stindl. Stindl auf Kramer. Kramer auf Stindl. Stindl auf Hazard. 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 Hazard 1-1. Hoffenheim. Gladbach gleicht hier aus. 1-1. Verdient. Aber in Unterzahl. Verdienter Ausgleichstreffer. Jetzt. Die Mainzer. Direkt nach einem Anstoß. Die Mainzer. Die Mainzer. Ein Mainzer vorn. Keeper. Mit der schlechten Hereingabe. Foul. Er war schon gelb verwarnt. Kriegt er seine zweite gelbe. Dann wären hier nur noch 9 gelb. Und das heißt gelb-rot. 9 Gladbacher müssen es gegen 11 Mainzer schaffen. 9 gegen 11. Werden die Gladbacher das schaffen? So, Sommer hält erstmal schlechter, sehr schlechter Freistoß. Hain auf Hazard. Der geht auch hart in den Zweikampf, war aber alles fair. Er war erst am Ball. Ja, Ido. 70. Minute. 20 Minuten noch, nur noch zu 9. Kramer auf Dahoud. Dahoud auf Stindl, Stindl auf Hain. Oder Hahn. Hahn auf Hazard. Hazard auf Kramer. Kramer. Nein, nicht Kramer. Kramer verliert den Ball. Jetzt gegen Mali. Mali gegen einen Verteidiger. Er ist da ganz alleine. Seine Teamkollegen haben rot. Er kriegt den Ball. Hartes Einsteigen. Letzter Mann. Es muss eigentlich rot geben. Und der Schiri zeigt die rote Karte. Der dritte Gladbacher fliegt hier vom Platz. Jetzt sind nur noch 8 Gladbacher auf dem Feld. 8 Gladbacher gegen 11 Mainzer. Das gibt es doch nicht. Die ganze Verteidigung von Gladbach fehlt einfach. Dass sowas überhaupt in der Bundesliga spielen darf, wir wissen es nicht. RWD auch mit Rot. Da ist heute das Motto am Abend der Gladbacher: Kämpfen und siegen. Sie meinen das ein bisschen zu wörtlich. So, der Trainer wird jetzt Wechselungen vornehmen und wechselt die 3 rot gesperrten Spieler erstmal aus. Das muss er aber auch machen, weil, ja gut, mit 3 Verteidigern weniger klappt das nicht so gut. Deswegen bringt er jetzt 3 Verteidigern, Rechtsverteidiger in die Mitte. Geht eigentlich. Wo, wen bringt er denn jetzt? Da, Korb. Korb für Hazard. So. Okay, 3 Mittelfeldspieler fehlen jetzt. Links, rechts, er hat jetzt nur noch eine Mitte im Spiel. So, jetzt muss der Ball ins Ausgehen. Kriegt der Ball rein in einen Sommerheld. 73. Minute, Ecke. Der Strafraum der Gladbacher sieht ganz schön leer aus. Gut, immer noch. Ein 8 gegen 11. In der 75. Minute. 8 gegen 11. Kann das noch was werden für Mainz? Oder hält Gladbach das wirklich? Oder fliegt noch einer vom Platz? Stindl. Kramer, der Schuss. Sommer hält erstmal, wenn klärt. Raphael probiert am Ball zu kommen. Barnier. Öztunali. Öztunali jetzt fast auf Höhe des Strafraums. Jetzt auf Höhe des Strafraums, aber Korb klärt. Korb. Mit dem Langball.
auf Raphael. Der auf Stindel. Der wieder auf Raphael. Der mit dem Pass auf Stindel. Stindel 1 gegen 1, Lössl hält wieder. 9. Minute, Ecke Gladbach. Ecke Gladbach, Raphael. Aber schlechter Ball, jetzt. Einer gegen ein Spieler, allein von Tor. Der Kramer kommt nicht ran, aber er passt. Was macht er denn da? Und Sommer klärt erstmal. 84. Minute, Raphael. Bolzt den Ball einfach nur noch weg. 5 Minuten noch plus Nachspielzeit für die Gladbacher. Werden sie das halten können? Sie werden es probieren und werden es hoffen zu schaffen. So, Latza. Die nächste Grätsche, aber es war fair. Nach meiner Meinung war es ein Foul. Dahut auf Raphael. Raphael mit dem schlechten Pass. So, jetzt Öztunali fängt an durchzulaufen. Öztunali läuft, als ob da niemand wäre, aber dann kommt Janschke noch am Ball. Kramer erstmal 3 Minuten Nachspielzeit. Korb. Bonic. Korb erstmal geklärt. Raphael. Stindel. Das wird wahrscheinlich der letzte Angriff sein. Raphael. Auf Kramer. Kramer mit dem ganz, ganz schlechten Pass. Und der Schiri pfeift ab. Damit war's das mit der Partie. Ich würde sagen, das ist die Meisterschaft für die Gladbacher. Also, jetzt hier in echt natürlich nicht. Haut rein, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Mein Tipp in echt ist, Gladbach gewinnt auch. Nur hier, was nun schien, Gladbach gewinnt und ciao, ciao.